Ja, die Ingenieure hatten den ganzen Tag null Kommunikation mit dem Auto. Also die konnten überhaupt nicht sehen, was bei mir los ist. Es ist, als ob ich nicht auf der Strecke wäre. Also die ganzen Bildschirme waren alle schwarz bei denen. Daher auch die Kupplungseinstellung komplett falsch beim Start, Katastrophenstart. Dann Unfall in der ersten Kurve. Das hat einen Schlag gegeben auf meinem Lenkrad. Ich dachte, alles ist hin. Also Glück gehabt, echt, dass ich weiterfahren konnte. Und dann, ja, ein bisschen Spaß gehabt, durchs Feld gepflückt, coole Überholmanöver. Und zweiter Platz war echt Schadensbegrenzung. Also für die Weltmeisterschaft, jetzt geht's weiter.